Auf die spontane Anfrage heute Mittag über die Mailingliste, ob noch jemand kurz eine chaotische Viertelstunde erhalten kann, habe ich mich gemeldet. Chaotisch wird es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mitnehmen. Ihr entnehmt diesem wunderbar tollen Titel, der auch in einer robotischen Stimme vorgelesen werden könnte oder Titel einer Werbung sein könnte, dass es heute darum gehen soll, wie man seine Dot-Files zwischen Geräten synchronisiert. Und ich möchte euch vorstellen, wie ich das mache. Und was ich finde, was an meiner Lösung cool ist und naja, was vielleicht auch noch besser geht. Speziell nochmal, um auf das Problem einzugehen, ist es so, dass ich so ein bisschen ein Custom Linux Setup nutze, da jetzt auch nichts Außergewöhnliches, aber halt keine fertige Desktop Environment, sondern halt einen Window Manager mit Editor und Konfiguration und sowas drumherum. Und das auf verschiedenen Linux-Distributionen auf einigen verschiedenen Geräten. Das heißt, ich habe mehrere Laptops, einen Desktop hier in Heidelberg, einen Desktop bei meinen Eltern stehen, und genau, die haben größtenteils Debian und Arch Linux. Und genau, die möchte ich, dass die jeweils mein Setup drauf haben. Dann war es noch so, dass ich die Zeit mal hatte und mal nicht hatte. Also speziell als ich dieses Projekt angefangen hatte, war ich so auf dem, okay, was mache ich mit der Zeit, die mir aktuell zur Verfügung steht, Trip. Ich möchte irgendwas hacken, irgendwas lernen. Und sonst ist das was mich nicht beschäftigen soll. Das heißt, ich wollte einmal quasi die Zeit investieren, den Setup so weit hinzukriegen, dass ich das halbwegs, also mit wenig Aufwand dann synchronisiert. Und in dem Moment war es mir auch völlig egal, wenn der Weg dorthin viel Arbeit ist. Genau, und auch was die Nerven angeht, ich hatte leider wirklich öfter mal den Fall, dass ich dann bei meinen Eltern daheim saß, irgendwas Cooles Neues umgesetzt habe, dann hier zurückkehr nach Heidelberg gefahren bin und festgestellt habe, oh fuck, mein guter Hack irgendwie, um dieses eine Skript zum Laufen zu bekommen, der ist gar nicht da. Oh, nach was habe ich da nochmal gegoogelt? Das war doch voll der Scheiß. Das wollte ich mir ersparen und deswegen geht es eben darum. Und ich wollte auch noch, aber das werdet ihr gleich sehen, ich hatte so ein bisschen eine Ausrede gesucht, ein Tool besser zu lernen. Genau, kommen wir zu meiner Lösung. Die Lösung, die ich dafür habe, ist ein Git-Repo, was einmal auf GitHub liegt, so als ein Ort, wo öffentlich jeder hinschauen kann. Und noch auf einem privaten Git-T von mir, falls GitHub mal wieder down ist. Das passiert zwar nicht oft, aber wenn, dann ist es ärgerlich. Genau, es ist auch allgemein sehr praktisch tatsächlich, wenn man seine Dot-Files irgendwo public liegen hat und wenn dann irgendjemand fragt, hey, ich habe gesehen, du hast das so und so, und dann schickt man dem einfach einen Link und sagt, hier in dieser Zeile, die Config, die macht's. Genau, ich habe einen Systemd-Timer, also Systemd-User, einen Timer, der automatisch dieses Git-Repo pullt und anwendet. Und die Konfigurationen sind dann grundlegend in dem, wie sie in meinem Nutzerverzeichnis liegen, read-only. Das soll mich eigentlich erstmal daran erinnern, dass ich die nicht von Hand zu bearbeiten habe. Das heißt, wenn ich die von Hand bearbeite, dann brauche ich wenigstens mal ein W-Ausrufezeichen zum Speichern. Und genau, grundsätzlich deswegen, weil es nicht alle Programme mögen, wenn ihre Configs read-only sind. Selbst wenn die nichts, also wenn die nichts tatsächlich zurückschreiben, checken sie, dass sie das schreiben könnten. Und na egal. Aber grundsätzlich ist das eben so. Und dann ist es so, dass ich Ansible verwendet habe, um eben die tatsächlichen Configs anzuwenden. Was Ansible ist, das erkläre ich gleich noch für die davon nie was gehört haben. Ich habe dann in Ansible oder in dem Playbook dazu eine Rolle pro Anwendung oder Anwendungsbündel, was es zu konfigurieren gilt. Also zum Beispiel dann i3, also mein Window Manager, und so ein paar kleine Sachen, noch einen Launcher und so, oder halt dann mein Editor und dann alle Konfigurationen, die man dazu braucht. Das Playbook prinzipiell wird gegen Localhost ausgeführt. Also Ansible Playbooks sind eigentlich dazu gedacht, auf einem Remote Host auszuführen. Aber in dem Fall ist das so, dass die genau lokal ausgeführt werden. Weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, speziell mit den Laptops, dass all meine Geräte immer im gleichen Netzwerk sind. Und deswegen, genau, führt einfach das Gerät das selber aus. Es gibt dann noch eine ganze Menge host-spezifischer Variablen, weil natürlich die angeschlossenen Screens überall unterschiedlich benannt sind, weil ich auf manchen Geräten Anwendung auto starte, die ich sonst nicht auto starte, oder ja, andere Shell-Configs habe oder andere Programme installiert sind, was auch immer. Und dann teilweise eben auch nochmal distro-spezifischer Kram für die Unterschiede, die Arch und Debian halt so haben.
Genau, zu Ansible nochmal ganz kurz. Ansible ist ein Open-Source-Tool von Red Hat, was so Automatisierung in allen Ebenen abdecken soll. Man nutzt es viel, um irgendwie Cloud-Instanzen zu provisionieren und eben auch jetzt meinen Anwendungsfall Konfigurationsmanagement zu betreiben und die Konfiguration, die man hat, sichtbar und versionierbar an einem Ort abzulegen. Also so ein bisschen auch Infrastruktur als Code. Ansible basiert auf der Idee, dass wenn man es zweimal ausführt, die zweite Änderung dann nicht tatsächlich nochmal was ändert. Das heißt, es ist idempotent. Und da werden wir nachher auch nochmal bei den coolen Features dann kurz drauf zu sprechen kommen. Ansible ist push-based. Gerade eben, wenn man gegen einen Remote-Host ausführt, ist es so, dass Ansible sich auf den verbindet und dann dort Änderungen hinschiebt. Es gibt andere Dienste, die ähnlich sind, zum Beispiel Puppet. Das pullt sich seine Config vom Puppet Master und funktioniert also quasi genau andersrum. Und Ansible gibt sich Mühe, das sind sie ein bisschen schlechter geworden, aber quasi möglichst wenig Abhängigkeiten auf dem Zielhost zu haben. Da werden quasi Python-Skripte hochgeschoben und die dann ausgeführt. Und je nachdem, was die dann selber nochmal für Abhängigkeiten haben, aber genau, größtenteils für Kern Ansible reicht das oft aus. Genau, und diese einzelnen Aktionen, die man in Ansible ausführen kann, die sind dann auch in Playbooks bündelbar. Und ich würde euch gerade mal eine Einzelaktion zeigen, das ist ein Ad-Hoc-Command. Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel das Äquivalent von einem apt-update. Damit habe ich jetzt den ganzen Servern der Fachschaft gesagt, sie sollen mal bitte apt-update ausführen. Und jetzt sehen wir auch schon das, was ich vorher meinte. Es gibt gewisse Hosts, auf denen das eine Änderung erzeugt hat, also wo tatsächlich was Neues passiert ist. Das waren jetzt die letzten beiden. Und es gibt Hosts, auf denen der Status Quo schon ausreichend war, um eben den Updated Cache Status zu erfüllen. Und was man hier vielleicht auch noch sieht, wir benutzen das apt-Modul und geben dem gewisse Argumente mit und führen das auf allen Hosts aus. Genau. Diese oder ähnliche Aktionen kann man dann bündeln in sogenannten Playbooks und das habe ich verwendet, um meine Dot-Files zu synchronisieren. Und wir schauen mal in, das Herzstück vielleicht rein, das heißt 01 Configure und in dem sind eigentlich quasi nur alle Rollen, die ich definiert habe, aufgerufen. Das heißt, es wird für Git, für SSH, für meine Shell, für irgendwie zusammengehackte Skripte, die ich brauche, für NeoVim, meine Bar, für i3, für meinen Passwortmanager, für Custom-Schriftarten, die ich so habe, und auch den IRC alles konfiguriert und an die richtigen Stellen geschoben und modifiziert und was auch immer. Und was ihr auch schon seht, ist das, was ich vorher meinte, es wird eben in einer lokalen Connection gegen Localhost ausgeführt. Was hier auch noch auffällt, ist, dass das zwei verschiedene Schritte sind, aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Die Frage, die sich natürlich grundlegend stellt, wenn man diesen Ansatz wählt, wie ich das jetzt gemacht habe, also das ist fertig, das ist in Production, das verwende ich die ganze Zeit schon, das ist nicht nur eine Idee, würde ich dir, wenn du ein ähnlich Custom Setup hast, empfehlen, das gleich zu tun. Dann ist natürlich meine Antwort, mach das genauso wie ich, nutz Ansible, das ist richtig cool, also realistischerweise muss man sagen, nee, mach das nicht. Also außer wenn du ähnliche Motivationen hast, wie ich das tue. Ich glaube, das ist tatsächlich für jemand, der auch verschiedene Konfigurationen hat, an denen er hin und wieder mal was ändert, auf einigen Rechnern es sich lohnt, irgendeine Lösung anzuwenden, aber es gibt Tools, die ganz spezifisch für diesen Zweck gebaut sind. Das heißt, ja, hier die Liste zum Beispiel an Tools, die das gut können. Die können alle so ein bisschen gerade den Use Case standardmäßig Dot-Files versioniert irgendwie von Host zu Host transportieren, erfüllen. Bei mir war es ja aber so, ich wollte ja Automatisierung und speziell auch Ansible als Tool lernen. Deswegen war das für mich jetzt auch eine sehr gute Lösung und ich würde es tatsächlich für mich jetzt auch nicht nochmal anders machen. Aber es ist jetzt definitiv nicht die optimale Lösung, um das Problem irgendwie simpel oder so zu lösen. Weil Ansible natürlich als ein Tool, was auch nochmal ein viel breiteres Ziel hat, was auf 1000 Hosts irgendwie gleichzeitig ausführen können soll, auch ein bisschen mehr Bloat mit sich bringt, als jetzt so ein kleines Go-Programm da ganz oben. Genau, und gerade was das angeht, finde ich, lernt man ein Tool oft auch am besten eben mit so einem Projekt. Und ich konnte schon einiges an Ansible, aber habe noch so ein paar Features oder das alles von Null aufzubauen, für mich lernen wollen.
Genau, wir haben aber jetzt ja quasi gerade diesen das Tooling für mich da. Und dann ist die Frage, was hat das jetzt an coolen Nebeneffekten? Angefangen habe ich ja darüber, dass ich gerne meine ganzen Konfigurationsdateien up to date hätte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt habe ich ganz viele Rollen definiert, die das alles richtig konfigurieren sollen. Wenn ich jetzt eine Rolle mehr schreibe, die mir den Install auch noch macht, ist eigentlich jetzt nicht wirklich viel zusätzliche Arbeit passiert. Und so ist es jetzt so, dass es diese Rolle gibt. Und die zieht halt die ganzen Pakete, die ich brauche. Und die ganzen anderen Rollen, die geben den Programmen, die Pakete installiert haben, dann noch die richtige Konfiguration hinterher. Und gerade dieser Laptop, der ist eben so aufgesetzt. Angedacht ist das aber so, dass es nicht alles machen soll rund um auch Festplatte partitionieren und sonst was, weil da auch wieder zwischen meinen Hosts die Systeme zu divers sind. Also auf manchen nutze ich Festplattenverschlüsselungen und manchmal habe ich irgendwie drei Festplatten und so. Deswegen, da hätte ich meiner Ansicht nach zu viel Zeit verschwendet. Aber sobald man mal quasi ein grundlegendes System, so ein blinkendes TTY da hat, dann ist quasi dieses Tooling anwendbar und installiert alle Pakete. Wir schauen uns vielleicht auch mal noch kurz so einen Sample Task an, auch wieder so ein bisschen als Beispiel für die nächsten Dinge, die wir uns überlegen wollen. An der Stelle geht es nämlich gerade darum, die Konfiguration für den Window Manager an die richtige Stelle zu legen. Genau. Man sieht dann immer oben, so ein Task hat immer einen Namen. Wir nutzen das Template-Modul aus Ansible und haben dafür eben im Versionskontrollsystem eine Datei angelegt. Die ist ein Template, naja, wie das Modul halt heißt, nach der Jinja-Syntax. Und das legen wir jetzt eben im Home Directory, im Config Directory des Window Managers an mit dem Dateinamen Config ab. Wir geben dem Ganzen eben auch, wie ich vorher schon meinte, nur Leseberechtigung und der Backup-Parameter sagt, er soll bitte die Konfigurationsdatei auch nochmal einmal als unbenannte Datei trotzdem liegen lassen. Genau, auf die drei folgenden Zeilen, die gehen wir gleich noch ein. Der nächste Nebeneffekt ist nämlich eben das, dass wenn ich jetzt schon mal Ansible habe, dann kann ich auch die ganzen Features, die Ansible halt so bringt, verwenden. Zum Beispiel habe ich Handlers. Wir haben ja vorher gesehen, Ansible versucht nichts zu ändern, wenn es nichts zu tun gibt. Und man kann ihm aber sagen, wenn jetzt du festgestellt hast, da wurde was geändert, dann löse einen Handler aus oder aktiviere ihn, sprich ihn an. Und bei mir wird so zum Beispiel, wenn ich eine Konfiguration für den Window Manager ändere, automatisch dort alles neu geladen. Dann sind die Keybinds und alles, was die Konfiguration aussagt, direkt da. Meine Statusbar wird neu gestartet. Plugins für NeoVim werden nachinstalliert, wenn neue dazugekommen sind. Und das ist eben, was dieses Notify an der Stelle sagt. Genau, Notify spricht dann eben den Handler an. Der zweite nette Effekt ist File Validation. Viele Programme, die bieten inzwischen so ein Feature an, von führ mal das hier aus. Und wenn das mit einem normalen Exit-Code ausgeht, dann ist seine Config-Datei zum Beispiel richtig und da bietet Ansible eben quasi für alles, was Dateien schreibt, wie zum Beispiel Template oder Line in File oder sowas, also wo man nur eine einzelne Zeile ändert, das Validate-Subcommand an und geht dann her, schreibt die Datei erst in einen Temp-File, führt den Befehl zur Validierung auf die im Temp-File liegende Datei aus und schreibt dann erst, wenn das positiv ausgegangen ist, die Datei an ihren eigentlichen Zielort zurück. Und genau, in dem Fall ist es eben so, dass dieses Command das Ganze regelt. Wir sind durch mit der chaotischen Viertelstunde. Stellt gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Ich kann auch noch was zeigen, wenn ihr wollt. Also, genau. Genau, für die Aufnahme noch, die Frage war, wie dieser Timer läuft. Der Timer läuft jedes Mal beim Boot mit so einem kleinen Delay. Also tatsächlich einfach immer, wenn ich noch nicht so richtig im Arbeiten drin bin. Aber gerade eben solche Sachen wie, also der macht nur einen Reload vor meinem Window Manager und so, das wäre auch kein Problem, wenn es während dem Arbeiten eben passiert. Weitere Fragen? Was passiert, wenn Konflikte auftreten? Also wenn du
an deinem Arbeitsrechner, du editierst eine Config und committest das und eine Änderung von deinem Laptop ist natürlich irgendwie hochgeschickt worden und dann machst du deinen Laptop auf und dann versuchst du das zu synken und die konfliktieren. Passiert da irgendwas oder passiert irgendwas? Genau, die Frage ist, wie mit Conflicts umgegangen wird, im Moment manuell. Also das heißt, das Skript, was hergeht und das im Hintergrund ausführt, das guckt halt irgendwie, ob Errors passieren und speichert auch ab, ob tatsächlich, also das nimmt sogar nochmal den Weg um Ansible drumherum, wenn, also wir speichern immer den letzten Commit, mit dem dieses ganze Tooling ausgeführt worden ist und wenn kein neuer Commit dazugekommen ist, brauchen wir auch nicht mehr validieren, dass der Status erreicht ist, außer ja, wenn ich von Hand Sachen geändert habe, aber gerade dann möchte ich ja noch nicht, dass die überschrieben werden. Ja. Wirst du auch notified, wenn das schief läuft? Ja, genau, also der geht mit Sanity, das ist so ein macht ein kleines Fensterprogramm her und promptet mich. Ja, noch eine Frage? Hast du schon mal irgendwie das Problem gehabt, dass du aus Versehen was reinkommit hast, was man dringend wieder loswerden wollte? So aus Versehen den Punkt Share-Ordner von Steam oder sowas? Nee, dadurch, dass ich tatsächlich. Also bisher ist gerade dieser, dass dem Konfigurationsmanagement-System initial hinzufügen, Schritt halt so einen CP in den Versionskontrollordner. Genau, die Richtung zurück. Dass Änderungen automatisch übertragen werden, findet nämlich quasi nicht statt. Es ist eher so ein, ich gehe dann in den Ordner rein und suche mir dort halt, also ich fasse die eigentliche Konfigurationsdatei auf dem Rechner nicht mehr an, sondern editiere halt die Config-Datei und führe dann einmal eben das Tooling aus. Und auf den anderen Rechnern läuft es dann automatisch. Okay.